So, der unfreundliche McFit-Affe meldet sich zurück zum Dienst. Unsympathisch. Unsympathisch, ja. Ich muss ihm leider widersprechen. Ich bin momentan ein bisschen fülliger. Das ist einfach so. Ich kann nichts dafür. Breites Kreuz hat man oder hat man nicht. Das andere Volumen kommt von McDonald's, Burger King, Bier, Wein, Schnaps und so weiter. Das ist halt Sommer. Beste Leben, Brudi. So, haben wir jetzt auch wieder gesagt. Also, heute wollte ich nochmal ganz kurz auf unseren Dreier Golf eingehen. Wir haben gemerkt, wir haben schon mal ein Video gemacht. Dadurch, dass ich aber das Auto zum Verkauf angeboten habe, haben mich viele Leute gefragt, ja, was hat der Kilometer, was hat der, was hat das und so weiter. Und ist das ein Jubi, ist ein 16V, ist ein TDI und so weiter und so fort. Dann habe ich geguckt, schicke ich einfach ein Video, dachte ich mir. Wir haben ein Video gemacht, aber noch nicht mit diesen Felgen, mit diesem aktuellen Endstand, so wie das Auto jetzt ist. Wir sind ja mit dem Auto auch am Wörthersee gewesen. Haben das Auto mit am Wörthersee mitgebracht, aber dadurch, dass das heuer ja ein bisschen ja nicht so toll gelaufen ist mit Wörthersee, ist das Fahrzeug natürlich nicht so oft bewegt worden und wurde natürlich auch nicht so oft gesehen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen noch mal kurz ein Video. Da haben wir gesagt, okay, wenn du möchtest, Dreier Golf ist eh so mein Ding ein bisschen, ne? Also er kennt sich ein bisschen aus mit Dreier Golf, wer so der einen oder anderen seinen Kanal noch nicht kennt, ne? Bass Tuning macht ja noch auch eigentlich schon hauptberuflich. Er wollte ja zur Zeit mal sagen, er macht das hauptberuflich. Ja, genau. Auch noch nebenbei. Und da geht es hauptsächlich um Golf 3, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich Hauptdingens. Ne? Genau. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing. Pull like Jim, waves on swim, and a rock teams with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I ain't spend shit on gas. If I like how the bad look, I'ma eat it up, and then she'll back up. We film acts at the videos, she got stored on the MacBook. Jetzt wahrscheinlich der Punkt, dass ich mir wieder einen Dreier Golf geholt habe, weil ich ja so ein Fahrzeug genauso mit GTI Edition, aber nicht den Jubi. Ich habe einen Edition gehabt, das ist bei jedem drauf gewesen, aber der Edition und die Merkmale des Editions, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, also sprich mit roten Gurten, roten Bremssätteln, roten Bremsknopf, dieser Schaltknauf, ne, diese silbernen Tachoblätter und diese speziellen Recaro-Sitze, die aber dann keine so richtigen Sportsitze sind, sondern so ein Halb-Mischmasch-Sitz ist das. Ne? Also das ist jetzt kein so, wie man es gewohnt ist in meinem Zweier-Golf, sondern das ist eher das so... Das ist exakt derselbe Sitz. Nee, der Zweier-Golf, einfach mein Zweier-Golf, ja, die sind Design so noch... Ja, aber das ist anders, aber genau. Das Polster ist alles dasselbe. Ja, genau, also ein bisschen so anders bei meinem Dreier-Golf, ja, Zweier-Golf. Darum habe ich gesagt, wir machen heute ein Video. Das Auto ist eigentlich innen fast original, bis auf das der Vorbesitzer hat lauter diese ganzen Sachen, die so Kunststoff sind, mit so einem komischen Leder überziehen lassen. Also so gummiertes Leder ist das. Das ist auch hier, wenn ihr das seht. Und auch mit Alcantara. Ja? Auch der Himmel ist mit Alcantara überzogen. Ja? Und diese ganzen Geschichten da, ist alles mit Alcantara bezogen. Gefällt mir sehr gut. Ansonsten auch diese roten Nähte sind original im Lenkrad. Ja, beachte. Kilometer? Ja, genau. Kilometer haben wir drauf. 272.000 Kilometer. Schecke müssen wir noch gucken, ob da irgendwas dabei ist. Aber ich glaube, das sind ehrlich die Kilometer. Wer dreht bei 380.000 Kilometer noch zurück auf 272? Wir müssen komplett verrückt sein. Der dreht eh, wenn er über 300.000 kommt, dreht er eh zurück auf Null. Ehrlich? Das wäre geil. Dann ist das total aber im Tacho weg. Okay. Auto ist hinten, komplette Radhauskante ist noch original, also ist nichts angelegt, gar nichts. Da fehlt sich auch nichts. Jeder würde sagen, das geht doch gar nicht so. Doch, es geht so. Es geht vorbei. Ist ein gepfeffert V3 verbaut. Unser gepfeffert V3, ein bisschen gut runtergeschraubt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ohne Sturzdummlager, haben wir nicht gebraucht. Könnte man montieren, könnte man noch ein bisschen tiefer. Vorne sind die Kanten angelegt, aber wie gesagt, unter den Radhausverbreiterungen und so weiter ist nichts rostig, nichts geklebt oder irgendwie geschweißt oder sonst irgendwas. Auto wurde komplett einmal lackiert. Lackierung, sage ich jetzt mal, ja, würde der Lackierung von Note 1 bis 6, hätte ich jetzt gesagt, 1 ist das Beste, irgendwo eine 2 bis 3 geben, hätte ich jetzt gesagt. Auto wurde komplett nochmal aufbereitet und auch versiegelt. Ne? Deswegen glänzt er auch wie eine Speckschwarte. Ich finde das eigentlich richtig, richtig schön. Und die Felgen sind jetzt hier drauf, die 18er Speedline-Felgen vom Audi A3 8P.
ein bisschen tiefer kann ich jetzt nicht mehr glauben, sagen, ich glaube ET 56, nagel mich nicht fest. Es sind aber 5 mal 112er Lochkreis, sind 7,5 mal 18 mit einem 165 35 18er Nankang. Das ist der einzige Hersteller, der diesen Reifen herstellt. Felgen sind leider nicht eingetragen, weil es nur Freigabe gibt bis 7 Zoll Breite. Sprich, wenn wir jetzt eine Ultraleggera drauf machen würden oder eine 7x18er drauf machen würden, würden wir die Radreifenkombination eingetragen bekommen. Leider gibt es keine Le Mans oder sonst irgendwas in 7x18, alles nur 7,5 und 8. Deswegen ist das leider von der Geschichte her hinfällig. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach originalen 16er Jubi-Felgen, weil vielleicht verkaufe ich das Auto auch mit originalen Jubi-Felgen, mit einem originalen Fahrwerk. Und dann wird er natürlich wesentlich günstiger. Ich habe das Auto geschrieben 11.000 VB. Warum habe ich 11.000 VB geschrieben? Viele Leute sagen, oh, der spinnt doch, da kriege ich doch für 1.500 ein und 4, 4, 4 und 5.000 Euro stehen da auch schon welche drin. Ja, das kann gut sein. Wir haben aber jetzt hier eine ganz, ganz richtig geile Basis. Sprich, da ist kein Schweller verdrückt oder irgendwas geschweißt am Unterboden. Er ist wirklich komplett rostfrei. Und er ist wirklich ein Jubi GT, kein GT Edition. Und das nächste, er hat auch dieses Nokia Soundsystem, das ja ganz selten ist, in diesem Fahrzeug verbaut. Muss man auch sagen. TÜV ist jetzt vor einem Monat abgelaufen, würde ich auch noch neu machen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich nehme das Fahrzeug ohne die Felgen, mit den Jubi-Felgen halt dann und nur mit dem Fahrwerk. Fahrwerk ist eingetragen, können wir uns natürlich preislich dadurch natürlich extrem nochmal unterhalten. Und wenn einer sagt, er möchte ohne Fahrwerk und ohne Felgen haben, natürlich dann auch. Also mich hat das Auto 6.000 Euro gekostet, steht mich aber auf mehr, weil wir noch ein bisschen Teile gebraucht haben, die original dann ich noch haben wollte. Die originalen roten Aufkleber, die wo jetzt, glaube ich, hier kommen die rein, oder? Oder? Die kommen aufs Plastik. Aufs Plastik. Die habe ich auch noch, wir haben ja bloß runtergemacht, weil wir das Auto komplett aufbereiten lassen haben, habe ich neu bei Classic Parts nochmal gekauft. Ja? Motorraum habe ich jetzt nichts hübsch gemacht, haben wir auch keine Motorwäsche gemacht oder sonstiges, ist nichts verschönert worden. Auto ist einfach komplett original, außer eine nagelneue Batterie. Die sticht natürlich komplett raus. Ne? Sieht man, das Auto wurde auch damals mal irgendwann wahrscheinlich im Winter bewegt, so wie es aussieht. Aber hat Klima das Auto, das ist auch ganz wichtig, haben ja auch viele nicht, sage ich jetzt mal. Und deswegen, ja, ist das eigentlich schon alles eine richtig, richtig coole Nummer. Ne? Von daher. Lackierung ist original, Blackmagic Perleffekt, weiß ich noch damals aus meiner früheren Zeit, wo ich auch so ein Fahrzeug besessen habe, LA9V ist der Lacktyp, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht versprochen, und dann heißt es wieder, dann kriegen wir wieder gleich wieder Shitstorm drunter. Ansonsten die Embleme in Rot, die hat es aber auch, glaube ich, in Chrom gegeben, ob das jetzt nur beim Jubi in Rot war, weiß ich nicht. Du sagst immer, das verwundert dich ein bisschen, weil das Auto ist Baujahr 97. Erstzulassung 97. Erstzulassung 97, aber das könnte natürlich dann dementsprechend schon sein, weil 96 gebaut. Ne? Also wir haben 97. So viele Möglichkeiten für ein Jubi gibt es nicht. Eben, also ist bloß ein Jahr gebaut worden, ja. Oder? Genau. Ansonsten, wie gesagt, ich möchte 11.000 VB für das Fahrzeug haben. Und je nachdem, ob jetzt jemand Felgen, Fahrwerk haben will oder nicht, ja, das können wir uns noch entscheiden. Ja? Also, das war jetzt nur mal das kleine Video. Wir werden jetzt das Auto auch bewegen, weil jeder sagt, vielleicht man kann mit dem Auto gar nicht fahren. Das ist aber nicht, dem ist nicht so. Und wir brauchen jetzt einen Simon, dass du quasi dich ins Auto setzen kannst und mal kurz ein Video machen kannst, wie das Auto fährt. Und da fahren wir bei uns hier mal kurz ein paar Meter auf und ab. Eine Runde gedreht, sind wir euch kurz mal um unser Gewerbegebiet bei uns im Teisnach, Gewerbepark 1, kurz eine Runde gedreht, natürlich ganz anstandsmäßig mit roter Nummer, das ist der Werkstattkennzeichen, so wie sich das gehört. Und ja, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat an dem Fahrzeug, darf er sich gerne bei uns melden, wir würden den gerne veräußern und wenn nicht, dann bleibt er halt, aber ich brauche ein bisschen Platz, ich hätte gerne ein bisschen mehr
Platz, weil im Winter kommt ja was anderes und das haben wir ja, da kommt das nächste Video dann irgendwann wieder mal. Da halten wir euch dann auch nochmal auf dem Laufenden, was da so abgeht, weil da müssen wir echt mal hin. Unser S1-Projekt wird nochmal abgefilmt. Das wird ja jetzt ein kurzer S1, also kein Sportquattro und keine breite Limousine, sondern es wird ein S1. Und mehr verrate ich noch nicht. Das andere seht ihr dann alles, wenn wir dann vor Ort sind, wo das Ding gebaut ist. Ja, also in diesem Sinne, macht es gut. Schönen Sonntag wünsche ich euch wieder mal. Vielleicht demnächst wieder, wenn ihr Lust habt, natürlich Like da lassen, abonnieren, wisst ihr, ist immer dasselbe. Also macht es gut. Servus, auf die Erde.